Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Days Gone. Ja, nicht nur Days is gone, sondern auch der rechte Arm von... Hey Mann, Shit. ich suche noch ein paar Sachen. Oh shit, Freunde. 2000! Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Gute Wahl, schick und robust. Das Lachgas interessiert mich eigentlich quasi gar nicht. Okay, so wie es aussieht, gibt es sonst nichts Neues für uns. Du brauchst echt viel Sprit, was? Okay. Wir sehen uns. Aber wir haben mehr Leistung, Freunde. Es hat geschneit, ordentlich. So, Ricky hat keinen Auftrag. Geht's um dein Bike? Mal kurz gucken. Ich wollte jetzt erstmal was beseitige Infizierung, aber was? Warum? Uff. Wir müssen erstmal aus dem Gebiet hier raus. Das Gute ist, dass wir jetzt super schnell sind. Nicht so schnell wie sie, die hier gerade das Tor aufmacht. Die kann sich teleportieren, so wie es aussieht. Holy shit! Ach doch, ich dachte, das wäre ein Baum. Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Nein. Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzle zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Arschloch. Sehr schön. Okay, wo waren wir nochmal? Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Ich bin dran, halt durch. Willst du hier draußen sterben? Pass auf, da ist ein Camp. Ja. Cam, zeig's mir, wo? Iron Mike. Hey, hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Ich war erledigt. Danke. Vielen Dank, Mann. Ich dachte, das war's. Danke. Man laber mich nicht voll mit deiner Flüsterstimme. Sam John, Deacon, die kennen mich. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Flüstert der mir da ins Ohr, weißt du? Denkt er, wer er ist? Last Lake an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen. Aber nicht für Skizzle zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Dann mal los.
Ja, okay. Dicken Ende. Ja, aber erstmal besuche ich das Grab von meiner Freundin, wo sie nie war. Deacon, hörst du mich? Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, ich... Tut mir leid, was mit Musa geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Eddie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Musa jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, um den Arm abzuschneiden. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund. Hey, hör zu. Danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, Deacon Ende. Das Ding ist, alle Leute, die da bei Iron Mike im Camp sind, denen traue ich einfach mehr. Aber irgendwas... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir uns von Iron Mike einfach getrennt haben, weil wir Leute da ins Camp gebracht haben. Aber ihr habt es vielleicht gesehen, ne? Als wir auswählen konnten, zu wem wir die Leute schicken wollen. Iron Mike hat uns kein Geld gebracht. Das bringt uns nur Dingspunkte. Also es hat uns zumindest nur Dingspunkte gebracht. Was ich ganz geil finde, weil es wurde ja gesagt, er zahlt nicht für Überlebende. Warum war die Musik eben so strange, Alter? Okay. Ich wollte hier eigentlich rein. Und mich pennen legen. Genau. Bis zum nächsten Morgen, weißt du, damit wir weniger Probleme mit den Freaks haben. Obwohl wir ja eigentlich gucken müssen, dass wir mal nachts... Wenn wir eh da oben sind bei Hot Springs, da ist ja diese Nero-Forschungsanlage in der Höhle. Da müssten wir mal nachts hingehen. Guck mal, hier hinten war... Eddie, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Deacon! Ich bin etwas neben der Spur, weißt du? Alles klar? Was gibt's denn? Buse. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Diesen Truther-Scheiß hält man ja nicht aus, Mann. Dicker. Eddie meinte, du hättest mir das Leben gerettet. Und das Anti sonst was besorgt. Weißt du? Ach, Buse, War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Weißt du noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boosman, das weiß ich noch. Ich spüre es immer noch, das Messer. Schlimmer als Ripper. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wird, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Buser. Es ist erledigt. Vorbei. Ach, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lost Lake meldet sich ab. Hör zu, Buser. Ich weiß nicht, so schlecht hört er sich nicht an, oder? Ich meine, hey, unser Bruder lebt. Sprit. Weißt du, ich meine? Dann mal los. Das war's.
Gefällt mir besser als die andere Option. Muss mich erstmal dran gewöhnen, das Motorrad hat richtig Bums jetzt dahinter. Hält mir, aber das Wetter ist nicht gut. Oh Leute. Ich weiß nicht, ey, wir haben ja auch keine andere Wahl gehabt. Ich meine, Blutvergiftung ist nichts, ja. Das killt dich, Alter. Scharfschütze, verdammt. Wo? Wie fühlt sich das an, verdammter Scharfschütze? Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin ein fucking Sniper. Und eins. So. Ich überlege, wenn wir in Hot Springs sind, da haben wir ja sowieso einen Auftrag noch. Oh. 1%! Das sollte reichen. Problem ist, wir haben keinen Schrott mehr. Ja, Fleisch. Ein Hirsch. Um Verkehr musst du dir wohl keine Sorgen mehr machen, hm? Überleg, ob wir jetzt einfach hier bei den Rippern reinspazieren und ob wir das ganze Ding einfach hops nehmen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber dann haben wir wahrscheinlich auch hier kein Problem mehr mit diesen fucking Snipern, Alter. Das Gute ist, wir sind gleich in Hot Springs. Da können wir ganz in Ruhe erstmal das Motorrad auch reparieren. Viel mehr hatte er leider da nicht fürs Motorrad. Dass ich nicht dran vorbeifahre, aber ich glaube, wir fahren eh durchs Lager durch, ne?
Ich sag's euch, ich kann mir das einfach nicht merken. Aber was ich mir merken kann, ist, dass es hier in der Ambulanz auf jeden Fall eine Erste-Hilfe-Kit gibt. Hoffentlich. Okay. Das ist krass, so wenig Schrott hatten wir noch nie. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir immer weniger Sachen irgendwie aus den Autos rausbekommen. Wir müssen mal gucken, ich glaube, da war ja auch irgend so ein Talent. Dass wir... zur Reparatur des Motorrads weniger Schrott brauchen. Ich wollte nicht die Waffe wechseln. Da ist jemand am Tor. Aber warum werden die von den Rippern angegriffen? Klar kennst du mich, ich mach für euch die Drecksarbeit die ganze Zeit. Ich habe echt ganz schön. Den Drift in der Schule immer noch. Hey Sani. Bitte sehr. Das Bike sieht übel aus. Oh, du siehst auch übel aus. Bis bald. Ha, Freunde. Schön, dich zu sehen. Was? Hey, Alkai, schau nur, was du hast. Brauchst du Vorräte, Waffen? Ja, das ist spezial. Das heißt, anstatt der Armbrust. Und ich weiß nicht, ob ich das will. Jetzt hau mal rein. Ich meine, klar, so eine MG, wenn wir uns mit einer Horde anlegen oder so. Das Ding ist, was gibt's in dem Teil hier noch zu kaufen? Eigentlich gar nichts, ne? Hier kriegen wir nur Waffen. Das Repetiergewehr haben wir noch nicht gekauft. Alles klar? Wieder? Schönes Stück. Kraftvoll. Guter Schuss. Die wird dir gefallen. Gute Wahl. Bitte, ich wollte gerade sagen, bitte kommentier nicht alles, was ich hier mache. Hier, so gut wie neu. Das kannst du draußen gebrauchen. Nice. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst.
Komm wieder, wenn du irgendwas brauchst. Sehr interessant. Das heißt, das Repetiergewehr, das ist, das haben wir seit Ewigkeiten bei uns, oder was? Wie laufen die Geschäfte, Sani? Überleg, wir könnten eigentlich auch direkt hier noch den Auftrag annehmen, ne? Deke, es gibt ein Problem. Ja, Tuck, was gibt's? Alkai hat doch von Rippern erzählt, die zu uns unterwegs sind. Ich erinnere mich, er sagte, er hat nicht versucht, sie aufzuhalten. Tja, sie haben Hot Springs ausgekundschaftet. Ein paar Leute sind ihnen zu ihrem Camp gefolgt, in den Felsen südlich der Twin Craters. Gottverdammte Ripper. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich darum. Da ist noch eine Rechnung offen. Eine Rechnung? Wovon redest du denn da? Schon gut. Eine Rechnung? Ja, eine Rechnung, Mann. Oh, das ist aber gut. Das ist auf dem halben Wege. Na, und hier ist diese Höhle. Das gefällt mir gut. Das ist auf halbem Wege. Und dann können wir uns an den Rippern auch ordentlich mal auslassen. Aber vorher gehen wir Sarah besuchen, erzählen ihr mal den neuesten Tratsch. Ich glaube, wenn ich... Da gab es ja so eine abgesägte Schrotflinte, so eine kleine. Ich glaube, wenn ich die habe... Kann ich ganz geil vom Motorrad aus jagen. Weil ich glaube, das Teil legt mit einem Schuss zum Hirsch. Den Motorrad umgeworfen. Right. Cool ist, dass es hier überall immer noch Vorräte gibt. Außer Munition. Ne? Munition bekommen wir hier nicht. Wo ich gerade die Vögel höre, ist mir aufgefallen, wir haben noch nicht einen Vogel gesehen. Oder haben wir schon einen Vogel gesehen? Weil hätten wir einen Vogel gesehen, hätte ich doch 100 pro versucht, den abzuknallen. Hey, ich bin's. Also, ich hab Usa ins Lost Lake Camp gebracht und ich weiß, ich wollte nie wieder dahin bei dem ganzen Ärger mit Iron Mike und so, aber ich hätte keine Wahl. Also, Usa, er wäre fast gestorben und er wollte trotzdem nicht hin. Scheiße, ich auch nicht, aber wie gesagt, ich hatte keine Wahl, wir beide nicht. Also, war's egal. Er hat den Arm trotzdem verloren und jetzt sitzt er fest. Also, wir sitzen fest. Verdammter Schizo. Ich weiß nicht, ob ich dir von diesem Clown erzählt habe, aber er gehört zu den Arschlöchern, die der ganze Scheiß hier freut. Er sagt, er war in einer Gang in Sacramento, Fresno. Ich weiß nicht mehr, aber er ist nicht von hier und er lügt. Er sagt, er hat Drogen und Waffen verschoben von Kalifornien nach Oregon und dann war alles vorbei. Weißt du was? Ich glaube, nichts davon stimmt. Für mich sieht er eher aus wie ein Student aus dem Lacrosse-Team, der nebenbei im Kiosk arbeitet oder... oder, naja, das vielleicht nicht.
Der hätte einen lockeren Job bei seinem Alten im Steuerbüro gehabt, Kopien gemacht und jeden Morgen einen Kaffee gekocht, weißt du? Einer, der am Tag mehr verdient als ich in der Woche. Weißt du, das war dieses Spiel von Boozer und mir, bevor wir endgültig aus Lost Lake weg sind. Wir nannten es, Wer warst du? Also, wir haben uns die Leute angeguckt und versucht zu raten, was sie früher gemacht haben, ne? Weißt du, ich habe einige Junkies getroffen, viele Ex-Knackis, keine Steuerberater. Klar, wenn man darüber nachdenkt, die ersten Wochen, als alles den Bach runterging, ich meine, scheiße, was für eine Freakshow. Nie im Leben hätte das ein Steuerberater oder so ein Bürohengst überlebt. Keine Ahnung, vielleicht sagt Skizzo ja doch die Wahrheit. Ist wohl gut, dass du das verpasst hast. Es ist gut. Wie auch immer, Boozer und ich wollten nach Norden, weg von dieser Scheiße, aber das wird nicht so bald passieren. Eher gar nicht. Das hat auch was Positives. Ich bleibe also bei dir. Okay, ich komme später wieder. Bis dann. Tja. Ja, aber bei der ganzen Scheiße, die hier passiert ist, wenn du dein Leben lang immer dem Gesetz gefolgt bist, weißt du, und so, in dem Augenblick ist das nicht von Vorteil für dich, ja. Oh, dann mal los. Das war's. Wenn du immer schon Scheiße gebaut hast. Dann war das eher gut für dich. Wir machen eine Schnellreise hier rüber. Von unserem Camp aus können wir viel geiler dahin fahren. Müssen wir bloß auf das Motorrad rauf. Das ist gar nicht unser Camp. Aber wir müssen trotzdem tanken. Mach das Tor auf. Der war schon mal hier. Der war schon mal hier. Da kommt ja mein bester Kunde. Los mit dir. Brauchst du Sprit? Das Bike muss Durst haben. Hier gibt's gar nichts mehr für uns, ne? Ich pack das für dich ein. Übelst Billo die Teile, Alter. Mit der Hey, ich habe noch einiges zu tun. Ehrlich, du kommst mir so? Nee, wir lassen es so, wie es ist. Immer braucht man Spät. Drifterleben. Okay, bis demnächst, Mann. Ciao. Ciao. Das ist interessant, dass Manny immer noch für uns Teile hat, ne? Ich mache dir auf.
Was gibt's? Leute, wie es aussieht, wenn wir uns bei den Driftern, bei den Rippern, Alter, Drifter, Ripper, Manny, für mich, ihr wisst, ich habe eh Probleme mit Namen, für mich, dass ich das mir überhaupt noch merken kann, das ist schon das Höchste der Gefühle. Wie es aber aussieht, wenn wir bei den Rippern so richtig reinrippen, Alter, Rippentier. Ja, das seht ihr in der nächsten Folge von Copeland's Gang. Drifter Boys on the Hood. Ne? Thanks gone. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Kawaii.